Frau Birke, letztes Jahr waren Sie und Ihr Mann Gesprächspaar bei der Veranstaltung Einblicke, Wissenschaft, Partnerschaft, Familie. Was war Ihr persönlicher Eindruck von der Veranstaltung? Also ich fand die Veranstaltung sehr gut. Ich fand es auch sehr schön, dass verschiedene Paare an dem Tag da waren, dass sich einfach die Möglichkeit zu verschiedenen Perspektiven ergab. Und ich fand es auch schön, dass das gewechselt wurde. Was ich im Nachhinein gehört habe, war, dass sich manche doch gewünscht hätten, eher mit allen zu reden. Und es war ja dann auch wegen der Zeit nur möglich, dann immer an zwei Tischen nacheinander zu sein. Das wäre vielleicht noch so eine Sache, die man überlegen könnte, ob man da einfach mehr Zeit einräumt für freie Gespräche. Was ich sehr wichtig fand, war, dass die Vorstellung einfach erstmal im Stuhlkreis passiert ist, dass erstmal jeder wusste, mit wem er es zu tun hat und ja, dass einfach auch dadurch ein bisschen besser entschieden werden konnte, was man vielleicht sich anhören möchte, wo man vielleicht dann als erstes hingehen möchte. Aber insgesamt dafür, was an Zeit zur Verfügung stand und was auch, denke ich, Sinn der Veranstaltung war, fand ich zumindest aus meiner Perspektive rausgesehen, dass das eine gelungene Veranstaltung war und dass es durchaus auch wiederholt werden sollte. War die Veranstaltung für Sie als Paar auch bereichernd oder lohnenswert? Bot die Veranstaltung nochmal einen Anstoß, über das, was man gemeinsam als Paar geschafft hat, zu reflektieren? Man reflektiert natürlich immer wieder, immer wenn auch gerade ein neuer Abschnitt ansteht, ob es jetzt vom Wechsel, was bei uns jetzt gerade ansteht, Krippe in den Kindergarten ist. Man reflektiert natürlich immer wieder auch die Rollen. Aber es stimmt natürlich auch im Gespräch mit ja, den Teilnehmern, dass einfach auch durch die Fragen, die kommen, man einfach nochmal überlegt, ja, Mensch, haben wir uns eigentlich überhaupt so die Gedanken darüber gemacht oder hat sich das einfach durch Zufall jetzt bei uns ergeben und was kann man jetzt vielleicht auch noch anders organisieren? Man reflektiert es natürlich schon nochmal und das ist natürlich auch immer sehr hilfreich. Insgesamt, also auch für uns war es jetzt keine Veranstaltung, die nur geben war, sondern auch durchaus, dass wir auch was durchgewonnen haben. Und ich kann natürlich jetzt nur erstmal von mir aussprechen, keine Ahnung, vielleicht sieht mein Mann das anders, aber was wir dann im Nachhinein noch drüber gesprochen haben, muss ich sagen, also das war auch für uns durchaus eine lohnende Veranstaltung. Warum würden Sie Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern empfehlen, die Veranstaltung zu besuchen? Ich würde sie schon empfehlen. Natürlich muss das natürlich auch jeder für sich entscheiden, ob er jetzt das braucht an Unterstützung oder nicht. Aber gerade wenn man vielleicht ein bisschen unsicher in seiner Entscheidungsfindung ist, wenn man einfach Punkte hat, wo man nicht so genau weiß, ja, soll ich das jetzt überhaupt angehen? Kann ich das überhaupt schaffen? Dann finde ich solche Veranstaltungen wirklich sehr, sehr wichtig und sehr hilfreich. Und deswegen würde ich die auch empfehlen. Gerade in diesen Situationen und Familie und Partnerschaft, das ist natürlich so ein sehr kritisches Thema. Und ich glaube schon, dass auch durch diese lange Unsicherheit in der Wissenschaft bei vielen einfach auch diese Frage aufkommt, soll ich das jetzt überhaupt wagen oder riskiere ich jetzt meine Partnerschaft damit oder was kann ich da eben an ein Modell für mich wählen? Und ich glaube, viele sind da einfach auch, wenn sie einfach keine Anregungen finden oder einfach nur als Vorbild immer sehen, das ist der alleinstehende Wissenschaftler, der halt seine Sache macht, dann ist man schnell entmutigt und das ist einfach ein wichtiger Aspekt, um da entgegenzuwirken und deswegen würde ich es einfach weiterempfehlen. Wenn halt die Unsicherheit besteht, dann muss ich auch aus eigener Erfahrung sagen, ist es oft wichtig, einfach mal verschiedene Modelle aufgezeigt zu bekommen und das bietet ja nun gerade die Veranstaltung. Wem insbesondere würden Sie diese Veranstaltung empfehlen im Hinblick auf die unterschiedlichen wissenschaftlichen Qualifizierungsstufen? Also ich würde es empfehlen, ab dem Punkt, wo man eigentlich über eine wissenschaftliche Karriere nachdenkt. Das mag bei dem einen früher sein, bei dem anderen später. Also in der Postdoc-Phase, wo man ja doch intensiver drüber nachdenkt, eine wissenschaftliche Karriere zu machen, da finde ich es auf jeden Fall sinnvoll. Kann aber auch schon früher sinnvoll sein, in der Promotionsphase. Wenn man einfach da schon relativ weit ist und das Gefühl hat, es macht einem Spaß, man möchte das weitermachen, aber da eben einfach noch Unsicherheiten hat, vor allem weil ja unter Umständen nach der Promotion auch nochmal ein Wechsel, ein Ortswechsel oder auch ein Themengebietswechsel ansteht, was ja nicht immer ganz so einfach dann sein muss, auch in Vereinbarkeit eben gerade mit Familie und Beruf. Und zumindest bei uns in der Mathematik ist es auch so, dass für viele einfach auch die Frage nach Familie schon während der Promotion durchaus eine realistische Frage ist und nicht einfach was noch in weiter Ferne steht, sondern wir haben einige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die auch schon während der Promotionszeit Kinder haben und das auch irgendwie organisieren oder eben Kinder haben wollen und einfach Anregung brauchen, wie man es dann vielleicht organisieren kann. Und da finde ich das schon wirklich sehr wichtig.